Hallo und willkommen. Ich erkläre euch heute, wie ihr den Fußballmanager installieren könnt. Und zwar, ich habe es schon getan, ich hatte auch schon eine Aufnahme, aber ich habe im Nachhinein einen Fehler entdeckt und würde euch jetzt gerne alles erläutern, ohne dass ich es installiere. Aber es ist einfach, es ist wirklich einfach zu installieren und ihr braucht dazu nichts. Also, als allererstes ladet ihr euch den Fußballmanager runter. 13 oder 14 ist es egal. Dann, wenn ihr das gemacht habt und er ist installiert, dann tut ihr alles, was mit Urchin, wie auch immer man es ausspricht, tut ihr beenden. Ihr geht einfach über einen Task Manager und guckt, ob ihr vielleicht irgendwo noch ein Programm habt, was drüber läuft und tut es einfach beenden. Zum Beispiel hier seht ihr es ja, den Web Helper Service tut er halt auch beenden. Und dann macht ihr Folgendes. Ihr tut das einfach euch runterladen und zwar ladet ihr es einfach bei FM-Zocker runter. Da ist es seit, ich glaube, jetzt ist es seit 2, 3 Tagen ist es verfügbar. Ich habe es auch gestern per Zufall entdeckt. Seit 21., also seit gestern sogar erst. Und zwar, ihr ladet euch diese Datei runter, das Startdatum, die Startdatumänderung und dann halt das andere Datenbank und Spielbilder. Wenn ihr jetzt überlegt, da fehlt doch noch was, das dritte, das sind die Wappen. Nein, die fehlen, ja, aber die gibt es noch nicht. Und da habe ich meine Lösung gefunden. Ich hatte die einfach bei den FM19. Also bei 19 hatte ich mir die runtergeladen. Es dürfte sich ja nicht so viel verändert haben. So, wenn ihr das getan habt, macht ihr Folgendes. Und zwar, ihr tut einfach das installieren. Installiere das ganz normal. Ich mache es jetzt mal. Wie gesagt, ich mache es nur mit, aber ich führe es nicht aus, weil ich es ja schon getan habe. Ich möchte noch anmerken, nur weil es bei mir funktioniert, bedeutet das nicht automatisch, dass es auch bei euch funktionieren muss. Jeder PC verfügt über andere Komponente, also über andere Teile und deswegen. Ihr geht drauf, dann das. Könnt ihr durchschließen, dann geht auf Weiter und dann fügt ihr das File, also diesen Pfad aus, wo es hin installiert werden soll. Und da guckt ihr einfach da nach, wo ist das? Hier und da oben könnt ihr es dann euch aussuchen. Und dann drückt ihr auf Weiter und dann tut ihr das ganz normal installieren. Dasselbe Spielchen macht ihr auch mit den Rest. Spielbilder, also rein theoretisch gesehen, diese drei macht ihr ganz normal. Spielbilder. Wird es in Dokumente hinzufügen, was vollkommen richtig ist, weil das sind ja nur Bilder und der greift dann über die Dokumente zu und macht das dann. Jetzt warten wir mal kurz, bis es ausführt. Jetzt lädt es ganz schön lange. Genau. Spielbilder wird es dann auch so anzeigen. Macht auch einfach so weiter. Und da ist jeder Dokumente. Das geht in Dokumente. Das ist vollkommen richtig. Dann drückt ihr auf Weiter. Dann installiert das. Und dann habt ihr das. An sich dauert der ganze Installationsvorgang dauert vielleicht, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten. Dann könnt ihr ja in den Editor gehen. So. Und dann seht ihr ja. Seht ihr es ja, dass die Vereine aktuell sind? Wir können es jetzt mal gleich an einem Beispiel machen. Mein bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn die Wappen funktioniert haben, ist die dritte Liga, die hat gar keine Bilder, also Wappen. Und wenn ihr da Wappen seht, dann habt ihr alles vollkommen richtig gemacht. Das ist das Erste. Wenn ihr dann auch noch unbegrenzt liegen wollt, also keine Liga-Begrenzung, also sage ich mal, in Anführungszeichen unbegrenzt viele Ligen hinzufügen, dann kommen wir gleich zu dem Punkt. Und hier seht ihr ja, Union ist schon Bundesliga. Wir können ja mal nach England gucken, da seht ihr auch die aktuellen Transfers, dass die getätigt worden sind, dass die auch Spielbilder haben. Und ja, hier, da seht ihr es. Da ist ein Bild. Rodri. Also das ist alles auf dem aktuellen Stand. Wenn ihr das mit dem Wappen richtig gemacht habt, dann seht ihr das auch. Ja, Wappen. Drücken wir mal drauf. Wappen. Ja, da seht ihr das.
So, jetzt kommen wir mal zum Punkt noch, den ihr machen müsst. Und zwar, ihr habt bei den Fußballmanager, habt ihr, wenn ihr hier das öffnet, über Datenfahrt, sorry, dann habt ihr hier dieses Resul-Tool. Das könnt ihr löschen. Das braucht ihr nicht. Das ist komplett irrelevant. Das ist eigentlich das, was ihr dann noch machen müsst. Und dann hier kommen wir zu dem Punkt. Das hier, das kann ich euch gleich erklären, was das ist. Das hier braucht ihr noch. Das werde ich dann auch in die Videobeschreibung fügen. Das ist, dass ihr kein Limit habt und dass ihr einfach, was weiß ich, ihr könnt es mal übertreiben, dass ihr 70 Ligen hinzufügen könnt. Merkt euch aber eins, mit jeder Liga, die ihr hinzufügt, wird euer PC langsamer und langsamer und langsamer. Also das rate ich euch nicht unbedingt. Ansonsten, was müsst ihr noch tun? In groben und ganzen müsst ihr nur das machen. Wenn ihr jetzt sagt, dass ihr zum Beispiel noch, ich kann euch ja mal ein Beispiel zeigen, weil ich es eh noch machen wollte. Ich habe mir, hier seht ihr oben, ihr könnt euch so viele Sachen runterladen, bis ihr nicht mehr könnt. Und ich habe mir hier als Beispiel noch Handy runtergeladen. Das iPhone, das ist von 14.15, ne? Ja. Das installiere ich dann einfach. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Ihr könnt, wie gesagt, ihr seid da nicht unbedingt eingeschränkt. Ihr könnt so viel machen, wie ihr wollt. Und ja, ansonsten war es das grob. Jetzt zeige ich euch mal, was dieser lange Text sollte vorhin. Und zwar, passt auf, wir starten mal den Fußballmanager zusammen. Und dann seht ihr das. So, und da seht ihr das. Wenn ihr alles gemacht habt, habt ihr den wundervollen Herr Streich als Cover. Und wenn ihr es richtig gemacht habt, habt ihr auch das Stadion da. Und jetzt können wir ja mal, wir können jetzt mal auf, gehen wir mal auf Weiterspielen. Ich hatte schon eine Datei angefangen. Ich muss euch aber auch gleich noch was erklären. Und zwar, es gibt einen Fehler aktuell. Aber da kommen wir gleich zu dem Punkt. So, es lädt. So, gucken wir mal. Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Und zwar, was habe ich da eingefügt? Und zwar, das ist, das kennen sehr viele Fußballmanager-Spieler von damals. Es gab damals bei den Fußballmanager, ich weiß nicht, ob es das bis 12 gab, gab es unten diesen Newsletter. Da war hier unten so ein Newsletter. Und dieser ist quasi damit integriert wieder. Der ist von Kicker, aber ihr könnt, glaube ich, jede x-beliebige Nachricht durchlaufen lassen. Da seht ihr es. Hier. Ne? Ach so, das ist, genau, das ist nicht hier zu sehen. Ich will jetzt eigentlich gerade gar nichts machen. Das ist mir gerade relativ egal. Ich möchte euch eigentlich nur den Newsletter zeigen. Da seht ihr es. Das ist nur so ein kleiner Bonus, sag ich mal. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich gerade noch angesprochen hatte. Und zwar, es gibt aktuell, ich gucke, ob ich noch meinen Beitrag finde. Allgemein, wenn ihr Fragen habt, googelt es oder guckt euch, belest euch auf dieser Internetseite. Ohne Mist, es ist unfassbar hilfreich und die helfen euch. Die reißen euch nicht den Kopf ab, wenn ihr da irgendwelche Probleme, Fragen habt. Im Gegenteil, die sind ja sogar froh, wenn sie euch helfen können. Und zwar, ich hatte vorhin einen absoluten Härtetest gemacht und hatte 2 Stunden lang die ganzen Ligen durchgetestet, welche Ligen funktionieren. Und zwar, diese ganzen Ligen funktionieren, wenn ihr die mit einmal drin habt, füge ich aber Deutschland ein, macht das Game Abgang. So, das stimmt. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das beheben könnt. Und zwar, ihr könnt das beheben, indem ihr bei Leverkusen, bei Dortmund, bei Mainz und bei Schalke reingeht und dort macht ihr Folgendes. Es klingt komplett absurd. Ihr müsst dann wahrscheinlich
wenn ihr dort eure Karriere startet, neu anfangen, aber ihr müsst alle Trainer löschen. Ihr müsst die löschen. Ihr müsst die ganzen Mitglieder löschen, weil ansonsten macht das Game permanenten Abgang. Und ich zeige euch jetzt mal, dass es auch funktioniert, wenn ihr die drin habt. Und ja, dann sehen wir das. Ich mache jetzt hier mal kurz einen kleinen Break. So, da sind wir mal wieder. Und zwar, guckt jetzt hin, passt auf. Ich habe jetzt, ja, ich weiß, das sind jetzt ganz viele Ligen, das sind 76 Ligen. Ja, das müsst ihr nicht machen. Wir machen jetzt einfach mal die Top, sag ich mal, 3 bis zur Regionalliga. Dann machen wir hier England, machen wir 4. Dann machen wir das. Dann fügen wir noch irgendwelche random Ligen hinzu. Bosnien, Belgien. Wir wollen ja ein bisschen Prozessor. Wir wollen ja auch diese Liga-Begrenzung machen. Machen wir Kanada. Machen wir Rumänien. Russland. Ligen, die kein Schwein braucht. Niederlande. So. Machen wir Spanien. China. Ja, sind 37. Dürfte reichen. So, da seht ihr das. Liga. Beschränkungen aufgehoben. Genau. So, und jetzt kommt das gleich, was man dann, wie es dann weitergeht. So, und jetzt wählen wir hier noch den Manager aus. Das ist nur ein Testmanager, deswegen heißt der User-Test oder Test-User, keine Ahnung. So, und dann warten wir jetzt mal kurz und dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir weiter sind. Wenn wir bei der Vereinsauswahl sind. So, und da sind wir wieder. So, und ihr seht, ihr seid in der Liga-Auswahl, Vereinauswahl, wie auch immer ihr das beschreibt. Ja, das, wenn ihr die Mitarbeiter zu drin lasst, werdet ihr nicht so weit kommen, weil das einfach, keine Ahnung, irgendein Fehler ist. Ihr müsst die rauslöschen und danach, rein theoretisch gesehen, mir fällt bis jetzt kein weiterer Fehler auf, danach könnt ihr anfangen zu zocken und ja, das ist im Groben und Ganzen das, was ihr machen müsst. Diese Schritte bei Fragen einfach in den Kommentaren stellen. Bitte nicht beleidigen. Weil ich wurde bei meinem einen Video, bei meinem F18, wurde ich grundlos beleidigt, weil die Leute es einfach nicht auf die Ketten bekommen haben. Lest nach und macht euch schlau. Weil ich kann euch da auch nicht unbedingt 24/7 Hilfe leisten. Ne? Ich muss auch nach Fehlern googeln, zum Beispiel nach diesem Fehler hier, dass ich die Mitarbeiter rauslöschen musste. Darauf musste ich auch erstmal kommen. Ich habe mich auch in dem Forum belesen, weil ansonsten so alleine wäre ich nicht drauf gekommen. Hier seht ihr, mittlerweile sind die halt von Computer, werden die halt manuell dann reingemacht, was ja ganz logisch ist. Ja, ansonsten, dann wählt ihr halt einfach einen Verein aus, machen wir mal Köln. So, und dann könnt ihr rein theoretisch gesehen euren FM mit anderen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Mods, so modern, wie ihr es wollt. Und ja, das ist dann in der Regel alles, was ihr befolgen müsst. Es gibt nichts weiteres. Und der FM ist kostenlos. Also das Forum ist kostenlos. Den FM müsst ihr irgendwo herbekommen. Keine Ahnung, wo man den mittlerweile noch kauft. Ich weiß es gar nicht. Ich habe den damals gekauft im Store. Und da ist er ja in der Regel für immer. Ich glaube, 70 Jahre lang bleiben die ja dort erhalten. Aber in 70 Jahren, ja, da wollen wir doch mal hoffen, dass EA vielleicht nochmal einen neuen rausbringt. Ansonsten, wir können jetzt noch kurz warten, bis wir in der Lobby sind. Und sonst war es das eigentlich. Da können wir ja mal gucken, ob Messi zum Beispiel einen richtigen Marktwert hat. Die Marktwerte müsst ihr halt mal gucken. Da gibt es auch einen Mod, der das anpasst, weil ich glaube, die Marktwerte so, da ist Messi noch 35 Millionen wert. Ich habe den mittlerweile schon eingebaut, den Mod. Und jetzt ist er realistisch, weil davor 35 Millionen, das kannst du ja keiner erzählen, dass der so wenig wert ist. Schauen wir mal. Also hier seht ihr zum Beispiel das iPhone, was ich vorhin gemacht hatte, hat es auch schon integriert. Hier unten die Leiste ist durch einen Grafikmod schon gemacht worden. Ihr müsst das alles nach und nach machen. Weil ich war jetzt lange Zeit beim Football Manager, aber irgendwie überzeugt dieser Football Manager mich nicht. Ich finde ihn abgrundtief hässlich. Und er ist einfach nur langsam und ja. Gucken wir mal, gehen wir Messi ein und dann, wenn wir das haben, beenden wir das Video. Messi.
So, da gucken wir, da ist der Lionel. Und da seht ihr 226 Millionen. Ja, das rechnet sich halt durch andere Sachen halt. Der ist der Verein ist nicht verfügbar, weil ich den halt nicht in der Datenbank gerade mit drin habe. Ja, ansonsten war es das. Lasst mir auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ansonsten bin ich auch raus. In dem Sinne, viel Spaß beim Zocken. Bitte nicht negativ bewerten. Wenn ihr Fehler habt, schreibt sie unten rein, dann kann man die so weiterleiten. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Und wir hören uns. Ciao.